Und damit hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Dungeon Siege Let's Plays, wo wir in der letzten Folge ja den Durchgang hier aufgemacht hatten, damit wir durch diese eine Stelle da durchkommen, die sich etwas als verschlossen gekennzeichnet hatte und ich ja zum Glück wusste, wo ich hin musste und da jetzt fix hingegangen bin. Vielleicht nochmal der Hinweis, weil ich es ja gesagt habe, dass ich es ja zum Glück wusste. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt das mega übelste Update ist, aber es ist halt ein Drop, den man bekommen kann. Und wenn man den nicht mitnimmt, ist halt schade, weil man halt wirklich so, ja, warum nicht, ne? Wenn man das vergisst, kriegt man am Ende einfach nur weniger Loot in dem Dungeon und das war's. Wenn ich Pech habe, droppt da drin irgendwie, keine Ahnung, 1000 Gold und das war's, was mich interessiert. Wenn ich Glück habe, droppt da irgendwie, keine Ahnung, der mega epische Analplug des Todes of Doom von Lazy Daisy. Also keine Ahnung, wir werden schauen, was sich da auffinden lässt. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier sind wir gerade erst, alles klar. Wir hatten ja hier schon einiges geklärt, falls ihr euch jetzt wundert, warum läuft das so lange, wo nichts ist. Letzte Folge bin ich zurückgegangen innerhalb dieses Dungeons, um zu schauen, wie wir denn dieses eine Tor öffnen können. Und dieses Tor ist jetzt offen, wo wir hinwollen. Und da sind wir gerade jetzt auf dem Weg hin. Und das geht jetzt hier irgendwo gleich rechts rein. Hier vorne, soweit ich weiß, müsste es hier gewesen sein. Genau. So, da vorne müsste jetzt das Tor offen sein. Wir tun wieder den Verbund splitten und gehen nur mit dem Tank nach vorne. Da seht ihr das Tor, was sich geöffnet hat. Ich habe so ein wenig Schiss, dass sich das hier gleich alles einmal umwandelt, aber das sieht eigentlich recht ruhig aus. Dann fangen wir mal an, hau mal drauf. Du gehst mal ran zum Heilen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mobs hier gleich rumstehen werden. Wenn ich jetzt noch weiter nach vorne gehe. Ah ja, da ist sogar tatsächlich noch ein längerer Weg. Ach, der macht dann das nächste Tor dann direkt auf. Alles klar. Ich habe verstanden. Das muss man, glaube ich, dreimal machen, dieses Prinzip oder so. Am Ende werde ich einmal vergessen haben oder und dann ärgere ich mich. Und ja. Ich kann natürlich jetzt aktuell nicht einschätzen, zu dem Zeitpunkt des Releases von Dungeon Siege, da kam jetzt ein Teil der Brücke hoch. Ach, sogar mehr als nur ein Teil. Die komplette Brücke kommt nach oben, alles klar. Ich kann natürlich jetzt nicht einschätzen, ob, und hier drüben die Brücke ist auch schon oben, als wir da drauf getreten sind, ob zum Zeitpunkt des Releases von Dungeon Siege, ich weiß gerade nicht, was mit meiner Stimme ist. Mal kurz was trinken. Ja, so. Ja, ich hoffe, es wird gleich besser. Also, ich weiß natürlich nicht, wie zum Zeitpunkt des Releases von Dungeon Siege das Ganze aussah, ob sowas hier schon besondere Quests waren oder ob das einfach auch nur Kindergartenniveau war. Daran sollte es jetzt aber auch nicht scheitern. Für mich ist es jetzt Kindergarten und deswegen machen wir es einfach mit. So, hier vorne hatte ich schon alles erkundet. Genau. Und jetzt weiß ich nicht, ging es hier drüben noch rein? Nee. Ich hatte die linke Seite übrigens nicht erkundet. Im schlimmsten Fall muss ich den kompletten Dungeon nachher nochmal zurückrennen und die linke Seite vollständig erkunden. Und schauen, ob da irgendwo ein Weg ist. So, hier vorne treffen wir endlich wieder auf neue Möpets. Wir speichern einmal und auf geht es nach da unten. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, ist klar. So, du gehst mal ran zum Heilen, sobald du was heilen kannst. Sehr freundlich. Ist nichts zum Heilen da, aber es ist hier trotzdem hingelaufen. Oh, jetzt ist was zum Heilen da. Vielleicht droppt er ja mal einen blauen Eis. Irgendwas. Nee, natürlich nur ein rostiges Schild. Meine Güte, das war eine Stimme, kotzt mich etwas an. Ich muss jetzt noch mindestens eine Stunde aufnehmen. Maybe longer. Vielleicht auch nicht. Das. Okay, hauen wir noch den hier weg erstmal. Okay. So, jetzt werden wir ganz kurz mal hier den Loot, den ich habe, auf die Esel legen. Auf der richtige. So. So. Und
so. Das wollte ich behalten, weil ich es anziehen wollte, sobald meine Stärke auf 27 ist. Nein, bitte nicht den Heiler one-hitten. Und du darfst auch nicht in diese Richtung laufen. Ja, noch schlimmer. Was ist hier los? Pause. So. Du. Aus das. So. Was tankt hier? Nix tankt. Sehr gut. Oioioioio. Ich dachte schon, es geht gleich hier die Party ab. Weil ich nicht aufgepasst habe. Aber ist ja noch gar kein Grund für eine übelste Hausparty. Soweit ich weiß, kommen hier, wenn wir Glück haben, auch gleich die ersten mal richtig schweren Gruppen. Aber wir hatten eigentlich schon so große Gruppen, die beim Tanken sogar schon so viel Heilung als Aufmerksamkeit erfordert haben, dass man sich den Rest dazu denken muss. Nein, also wir spielen halt auf, das habe ich auch schon ganz oft erwähnt, auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Im Dungeon Seeds ist auf normal tatsächlich ein gemütliches Hack and Slay und kein Challenger Hack and Slay. Wenn man das Challenger Hack and Slay nennen kann, weiß es nicht, wie man wie nennt man einen Hack and Slay, welches so schwer ist, dass man Probleme hat, durchzukommen? Ich habe keine Ahnung. Challenger Let's Play. Challenger. Ein forderndes RPG oder so? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Wir sammeln das noch ein. Den Mob holen wir uns jetzt als nächstes. Da oben haben wir Party. Wir holen auch zuerst den Beschwörer. Ist schon weg. Jetzt müssen wir da oben auf Schaden hoffen. Und derzeit weiterheilen. Dickmanns hat an Stärke gewonnen. Jetzt seht ihr auch schon, ich habe hier Probleme, den Charakter oben zu halten. Obwohl es jetzt eigentlich langsam besser werden müsste. Ich weiß nicht, ob da immer noch neue Sachen dazu spawnen. Mann, Mann, Mann. Okay, das passt soweit. Kriegen wir getankt. Und jetzt wisst ihr auch, warum meine Ulora so viel heilen soll. Bei sowas kriegt sie jetzt richtig Skill ab. Natürlich habe ich auch schon mehr als einmal erklärt. Dieses Skill-System hier, dass da natürlich jetzt richtig viel dazukommt, wenn sie die ganze Zeit heilen muss. So, bei unserem Hauptcharakter, der Dickmann, der gleich nochmal ein Nahkampfwaffen-Update hat. Was dann für seinen Levelbereich hier halt eigentlich auch schon wieder übertrieben ist. Aber er hat halt auch wirklich jeden im Spiel existierenden Mob mit seinen Waffen, die er anhat, tothitten müssen. Also nicht irgendwie, dass er hier sich so entschieden hat, ja, naja, laufen wir mal ein bisschen rum. Nahkampfstufe 22. Laufen wir mal ein bisschen rum und arbeiten uns durch. Sondern er musste wirklich jeden fucking Mob töten. Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wenn du wirklich jeden Mob töten musst. Warum steht ihr hier rum? Okay, ich blicke die Mobs nicht. Die fliegen mal ab und zu zurück. Aber sie machen null Schaden. Jetzt sind dann gleich alle da. Komm, hau noch den da oben. Und dann hast du alle. Sonst müsste ich in der Zeit eigentlich mal die Pferde ranholen. Weil ich das die ganze Zeit jetzt gerade vergessen habe. Und die jetzt etwas sehr viel Abstand gerade haben. Aber das kriegt man geregelt. So, klicken einfach auf die Pferde und sagen Ugo, Ugo. In diese Richtung. Da müssten ja eigentlich alle folgen. Korrekt, machen sie auch. So. Jetzt müssen wir noch nah genug rankommen an den Charakter. Perfekt. So, und jetzt holst du hier einmal. Also, es klappt wieder nicht. Noch was geedit. Wie auch zu weit jetzt dran. Okay. Ihr lauft bitte dahin. Und kommt mal bitte zusammen erstmal. Warum seid ihr Esel so blöd? Was ist euer Problem, liebe Esel? So schlimm kann es doch nicht sein, den Charakter hinterher zu laufen. Jetzt weiß ich, warum ich nie so viele Esel dabei hatte früher. Weil die einfach zu blöd sind manchmal. Wieder einer, der auf Abstand stehen geblieben ist. Da haben sie schon alle Glocken drum und kriegen es trotzdem nicht geschissen. So, habt ihr es bald? Jetzt haben sie es. Okay, dann renn mal da rein. Hier weiß ich jetzt nicht. Diese Stelle könnte sich als schwer erweisen, aber nee, ich glaube eher nicht. Hier passt easy going. Ich glaube, die schwerste Stelle hatten wir gerade eben, wo ich da oben stand. Das hätte am meisten in die Hose gehen müssen.
Jetzt haben wir, glaube ich, gar keine wirklich richtig schwere Stelle mehr hier unten drin. Aber auch mit dieser Information bin ich jetzt doch lieber eher vorsichtig, weil ich es nicht genau weiß. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Teil? Das verwundert mich gerade. Ach, einfach nur Heilung. Okay. So, was haben wir hier? Tropft hier was Tolles? Also eine große Explosion ist hier nichts Cooles gewesen. Jetzt gehen wir weiter nach da unten, wo ihr schon die Spinne seht. Ich speichere wieder einmal kurz dahin. Und ich glaube, ihr merkt auch, dass Dungeon Siege manchmal etwas schwierig zu kommentieren ist, weil es halt so ein Retro-RPG ist, wo man nicht unbedingt viel manchmal zu sagen kann. Wo man sich einfach durchklatscht und dann hat sich's halt. Ich hoffe, ihr kommt darauf klar, dass ich manchmal einfach das Spiel genieße und einfach machen lasse. Und wenn nicht, dann ist es mir eigentlich auch egal. So, jetzt haben wir hier vorne wieder eine Stelle, wo jetzt gleich diese Bogenschützen gleich alle mitschießen werden. Achtet mal drauf. Weil die schießen jetzt eigentlich schon fast alle außer zwei. Irgendwas hat gerade an Intelligenz und an Geschick gewonnen. Ja. Warum auch immer du Intelligenz dazu bekommst, ist vollkommen logisch. Anstatt dass meine Ulera mal Intelligenz bekommt, die immer noch damit leben muss, dass sie nur 13 Intelligenz hat. Und einen Intelligenzpunkt über ihr Equipment kriegt. Und eigentlich für das Equip, was ich hier habe, mal so 16 bräuchte. Also einfach mal noch 2 Intelligenzpunkte mehr. Aber sie ist eine sehr langsame Levelerin. Was man auch respektieren muss, dass die Heiler halt... Na gut, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn sie Schaden machen würde, würde die auch super schnell leveln. Das größte Problem ist, glaube ich, dass ich sie nur zum Heilen missbrauche. Und deswegen nicht so viel bei rumkommt. Was ist eigentlich? Das ist ein großer, dicker Elite-Mob? Frostbogenschütze? Eisbogenschütze? Das ist tatsächlich ein stärkerer Mob als gewöhnlich. Weil ist jetzt nicht super schwer, aber stärker als gewöhnlich. So, hier habe ich den Durchgang übersehen. Ihr seht es, alles klar. Da weiß ich ja, wo ich hin muss. Dann drehen wir gleich nochmal um, bevor ich hier durchgehe. Loot noch fix das und dann gehen wir hier nach hier oben. So. Boah, das passt nicht ins Inventar. Wird das geregelt? Ja, trägt einfach sie es. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich fast voll bin. Erster Moment so, Schaden, yay! Guter Stab, 20 intelligent. Ja, das muss ein guter Stab sein. Nächstes Nahkampffähigkeit, 3 bis 5 Brandschaden. Perfekt. Zerfleischer des Verbrenners. Ist jetzt nicht die Waffe, die ich gerade benötige. Aber gut. Hätten wir das auch geklärt. Ist hier noch was Tolles drin? Nichts, was in das Inventar passt. Dann hebst du es mal auf. Und dann laufen wir jetzt erstmal zurück zu den Eseln. Kann ich es nicht aufheben? Dachte gerade schon. Zurück zu den Eseln und laufen den anderen Weg. Aber geben vorher noch den kompletten Altstopp-Loot und hier liegt noch Geld. Einmal bitte zurück. So, Z. Ich habe T gedrückt, deswegen war die Kamera so komisch. So, nach da drüben. Das musste er eigentlich hinkriegen. Mal schauen. Die Esel das auch hinbekommen. Nee, da muss man immer manchmal noch mal Nachklicks machen. Damit das immer alle Esel verstehen. Also am besten hier immer so ganz viele kleine Map-Klicks machen. Ja, kriegen es die Esel hin, alles klar. Weiß ich Bescheid. War mir bis jetzt auch noch nicht klar, wie ich die Esel dazu kriege, dass sie es checken. Nein, und hier oben ist jetzt der andere Weg, der von meiner Seite aus sonst übersehen worden wäre. Wo wir auch, glaube ich, jetzt da hinten... ist das schon die Stelle, wo wir Loot bekommen? Ich muss tierisch aufpassen. Speichern einmal und ich mache den Follower-Modus aus und dann gehen wir nach vorne. Da ist das Tor. Ich muss mit den Worten von... Na, nee, ich sag nicht. Sag's nicht. Ich hätte fast gerade einen harten Spoiler hier reingehauen. Einen richtig harten Spoiler hätte ich hier gerade fast reingehauen. Eieiei.
hättet mich abgrundtief dafür gehasst, wenn ich euch einfach irgendwelche Serien spoilere, die ihr vielleicht noch schauen wollt. Und ich werde auch nicht sagen, welche Serie. Aber bei dem Wort Thor, und wenn man weiß, welche Serien ich denn schon geschaut habe, solltet ihr wissen, dass es nicht so viele Serien gibt, wo ich etwas spoilern könnte, was thematisch mit einem Thor zusammenpasst. Ein gelber Stab, der müsste sehr gut sein. Ich wünsche mir mal Glück, dass das jetzt nicht irgendwie so eine Puppelkacke ist. Ach, sie hat ja auch ihr Inventar nicht geleert, alles klar. Kommt mal hier ran, ihr Esel. Du hebst mal auf. Passt auch nicht ins Inventar. Ey, ich hab komplett vergessen zu klären. Also mein Inventar leer zu machen. Alles klar, dann. Da passt nichts mehr rein. Dann da rein. Da. Na komm, so. So, hier kann ich eigentlich auch mal ein bisschen verzichten noch auf die Heilung. Notfalls habe ich die Heilung immer auf den Eseln. Dann brauche ich die auch nicht hier rumschleppen. Meiner Meinung nach. So. Warte mal, der gibt Gesundheitspunkte und braucht Stärke und Beweglichkeit. Warum ziehe ich den nicht an? Ja, den ziehe ich mal an. Das ist ein für meinen Charakter sehr guter Bogen. Keine Ahnung, warum ich den übersehe. Oder der lag absichtlich die ganze Zeit schon unten und hat nur darauf gewartet, dass ich ihn irgendwann mal anziehe. Es kann natürlich auch sein. Das noch weg und das noch weg. Und die sie bräuchte eigentlich mal wieder 5 Mana-Pötte. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ein bisschen was rübergeben auf den anderen Esel, damit das Equipment genau korrekt ist. So, genau, so ist es perfekt zu 100% ausgefüllt. Hier brauche ich auch nicht mehr rollen. So, jetzt gucken wir uns endlich den Stab hier an. Oder Speer, ich weiß nicht, was es ist. So, es steht dran, ein Stab. Erfordert 20 Intelligenz. Fügt 5 Rüstungspunkte hinzu, brauche ich jetzt nicht. Fernkampfschaden um 3% gesenkt, das klingt gut. Fügt einen Fernkampffähigkeitspunkt zu, brauche ich nicht. Fügt 11 Gesundheitspunkte hinzu, ein Mana-Punkt, 12% Chance, einen Stichtreffer zu landen. Ist leider für mich echt Müll. Schade. Aber hier bin ich auch überfragt, ob Dungeon Siege auch so ein Random-Loot-Generator ist, wo der Loot einfach durchgehend die ganze Zeit random generiert wird. Oder ob das hier anders gehandhabt wird. Und jetzt müsste hier drüben... Genau, das ist die Belohnung. Wegen dieser Belohnung sind wir nicht nochmal zurückgelaufen, weil ich die hier mitnehmen wollte. Und was seht ihr? Es ist nur Müll. Wir haben sogar 2 Kisten. Hier geht's nicht lang, oder? Nee. Nur 2 Kisten mit ein bisschen Gold und das war's. Wie ich es angekündigt habe, nur Müll. Und der wirklich gute Loot ist... Mal wieder bei einem Random Mob getroppt. Aber leider brauche ich den nicht. Schade, schade. Aber eigentlich von der Loot-Mechanik, wenn es Random Loot ist, ist es tatsächlich schon sehr stark Diablo nachempfunden. Wobei ich aber immer noch glaube, in meinem Kopf hat Dungeon Siege vor Diablo existiert, dass das nicht stimmte. Ich denke, dass zuerst Diablo existierte und dann Dungeon Siege. Weil Diablo 1 ist einfach so ein hornaltes Spiel. Ich weiß ja bis heute nicht, was ich von Diablo 3 halten soll. An sich ist es ja eigentlich ein witziges Game, was man mal so nebenbei daddeln kann. Aber am Anfang hatte ich sehr großes Interesse, das zu spielen, weil man unendlich leveln kann. Ich bin schon immer ein Fan davon gewesen, dass man ein Spiel unendlich leveln kann. Ach, Kacke. Wir haben 2 Esel vergessen. Dass man unendlich in ein Spiel leveln kann, bin ich ein riesen Fan von. Aber wenn das Spiel das halt nicht hergibt, dann gibt es das halt nicht her. Kommt ihr? Achso, die... Ja, ich verstehe. Nee, die können nicht kommen. Die Ecke hier war... Ihr seht schon, dass die auch so schon verbuggt ist. So. Die können ja nichts dafür. Die Stelle hier ist verkäfert.
da klappt das halt nicht. Wenn ich jetzt dahin klicke, dann müsstet ihr eigentlich... Wir warten kurz, laufen alle nach. Ja, wenn ich jetzt dahin loslaufe, und ihr die Meldung, dass es nicht geht. Ich glaube, die Stelle hier ist etwas verbuggt. Also, bei Diablo, das System an sich macht Spaß und ist auch fun zum Zocken und so weiter. Aber, sobald man jetzt dahin geht, dass, was man denn da langfristig machen kann, wäre bei mir halt gewesen, dass ich sage, okay, ich hätte Bock da drauf, hier unendlich zu leveln. Aber das unendlich Leveln ist in Diablo sowas wie von langweilig umgesetzt. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erklärt, dass ich zum Beispiel bei Tibia, falls ihr es nicht kennt, tibia.com, das Level-System wesentlich besser umgesetzt finde, weil dort ist es so, dass man, wenn man ein Level abbekommt, egal welches Level man hat, man wird von Level 1 auf 2 genauso stark, wie wenn man von Level 900 auf 901 hochlevelt. Und das finde ich relativ cool. Du kriegst genau die gleichen Bonis. Die Gegner sind natürlich entsprechend sackschwer. Sie hat eine Schutzzauberstufe 6 erreicht, hat sie mit 7. Und das ist ja bei Diablo gar nicht gegeben. Du kriegst da später noch irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein Stärkecharakter hast, kriegst du 5 Stärke, ansonsten 5 Intelligenz oder 5 Beweglichkeit. Oder das, keine Ahnung, das war's. Also wirklich so im Punkto Nützlichkeit jetzt nicht wirklich der Burner. Und demzufolge macht es halt auch wenig Spaß, dann da noch zu leveln, wenn du genau weißt. Es kommt jetzt echt nicht drauf an, wie gut wir hier jetzt weiter leveln, sondern es ist einfach nur, es kommt nicht drauf an, ob ich jetzt hier weiter levele, weil es einfach völlig egal ist. Und die Zahl als Prestige, ja, hat eine Zeit lang funktioniert, aber mittlerweile interessiert es halt keinen mehr, weil bei jeder Season die Charaktere stärker werden. Und da ist das bei jeder Season die Charaktere stärker werden. Oh mein Gott. Ulera ist so gut wie tot. So, du haust jetzt da drauf. Oh, wir haben es geschafft. Puh. So, da ist bei jeder Season die Charaktere stärker werden und auch die Gegner. Und man nochmal schneller leveln kann, ist natürlich relativ sinnbefreit. Und am Ende der Season ist es halt so, dass das Paragon-Level von der Haupt-Season, von der aktuellen Season auf die Hauptzeit aufgerechnet wird. Und so hat man da halt ein relativ hohes Paragon-Level, obwohl man nie Paragon-Level gefarmt hat, sondern immer nur in der aktuellen Season versucht hat, Platz 1 zu erreichen. Und damit meistens sogar noch den effektivsten Weg geht, aufgrund der Tatsache, dass es einfach am schnellsten geht, XP zu farmen, wenn du in der Season bist mit einem neuen Charakter, als wenn du... Ja, wir könnten mal so rumlaufen. Hier als solches Pack, bringt das was? Weiß es noch nicht. Ja, und dass das natürlich irgendwann dann demotiviert, Paragon-Level nur zu farmen, sondern es wirklich dann einfach gesagt wird, okay, komm, farmen wir halt Season, was soll's, das machen eh alle. Ist, denke ich, in meinem Kopf völlig klar. Wollt nicht wissen, was hinten gleich für ein cooler Gegner kommen wird. Jetzt euch nicht verraten. Vielleicht schaffen wir es in 6 Minuten noch bis dahin. Vielleicht auch nicht. Nein. Und das hat bei mir halt auch so ein bisschen bei dem Leveln dann die Motivation rausgetriggert, wo ich mir gedacht habe, so, naja, kann ich mir jetzt auch sparen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe fast vergessen zu heilen. Dass ich jetzt hier weiter Paragon-Level farmen, mir es gar nichts bringt. Aber theoretisch gesehen könnte man das über jedes Spiel sagen. Wenn du jetzt hier farmst, bringt das nichts. Also, das ist halt leider ein schlechtes Argument. Aber ich formuliere das Argument gerne einfach mal so um. Es macht mir persönlich weniger Spaß. Und mehr Verteidigung. Perfekt. Oh, 201 Verteidigung. Oh, genial. Und das ist das Wichtigste. Mir muss das Spiel Spaß machen. Solange mir das alles Bock und Fun macht, kann mir relativ egal sein, ob das jetzt gut umgesetzt ist oder nicht. Und wenn es mir halt keinen Spaß macht, dann kann ich es halt nicht ändern. Und das ist bei Diablo leider so geworden, dass es mir keinen Spaß mehr machte, das weiter zu spielen. So kommt es. Das hätte aber auch mächtig schief gehen können. Wenn man hier einfach so runter kann. Das war von oben nicht ersichtlich.
Und ja, andere Endlos-Level-Systeme kenne ich nicht so richtig. Also mir fällt kein Spiel einfach, wo man wirklich vernünftig und endlich leveln kann. Früher hatte ich das halt noch bei EVE Online mal gedacht, aber nachdem ich ein bisschen tiefer in EVE Online reingeblickt habe, habe ich dann auch festgestellt, sowas Besonderes ist es jetzt auch nicht. Deswegen, also Scheiße, was ist denn hier los? Wir biegen erstmal rechts ab. Ich weiß, was da vorne los ist. Was haben wir hier? Ja, eine kleinere Spinnenparty, komm. Hängt das Ganze mal. Da haben wir ein bisschen was zu tun für unseren Heiler. Der braucht das. Der braucht ein bisschen Übung. Der castet doch so selten Heilung. Ja. Und jetzt stehen hinten sogar immer noch Spinnen rum, die nicht angreifen. Vermutlich, weil zu viele Entities angreifen oder weil um mich drumherum. Ja, genau. Es gibt anscheinend ein Maximum, wie viele Charaktere, wie viele Mobs auf meinen Charakter hauen können. Anders geht's nicht. Ja gut. Soll mich jetzt nicht jucken, dass es da ein Maximum hier bei den Spinnen gerade gab. Aber hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. So, du dahin und du haust da hinten drauf. Das hier pulle ich hoffentlich nicht. Das war sehr risky. Ich muss auch so nah ran wegen der Heilung, nützt alles nichts. Auch wenn ich gleich die Gefahr habe, dass, wenn Dickwanz jetzt hier lang rennt, dass mein Heiler vielleicht ordentlich frisst. Da muss ich jetzt erstmal kurz mit leben. Okay, wir könnten hier wunderschön tanken. Ist kein Weg darunter, willst du mich verarschen? Natürlich gibt es einen Weg hier runter. Okay, du bewegst dich auch. Sehr gut. So, der Weg nach hier unten ist hier drüben. Okay, das war schon hart verbuggt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das hier so hart rumbuggt, dass ich nach da unten wieder komme. Sogar noch einer, der sich befreit. Aber das juckt mich nicht. Der hat gleich schon wieder Level-Up im Nahkampf, Alter. Wie schnell farmt man denn die Level-Ups im Nahkampf? Das ist ja übertrieben mittlerweile schon. Wie schnell der nach oben geht. Ich habe, glaube ich, gesagt, 100 ist Max. Muss ich mich dann nochmal korrigieren? Ist etwa 1000 Max? Oder ab wann wird denn das Ganze langsamer? Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich in dem Add-on die Charaktere weiterspiele oder nicht. Bin ich auch überfragt. Wenn ich es nicht mache, ist für meinen Kopf das auch kein Weltuntergang. Wenn ich es mache, dann ist auch und fertig. Mir ist es eigentlich egal. Das Wichtigste für mich in meinem Kopf ist eigentlich tatsächlich, dass ich es irgendwann mal kaufen sollte. Einmal speichern, nicht, dass ich hier gleich verrecke. Dass ich irgendwann mal kaufen sollte, weil wenn ich es nicht da habe, kann ich es nicht spielen. Und es gibt leider nur auf Rebuy diese Variante. Es gibt keine legale Variante, die man lange spielen darf. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich mir eine Steam-Mod runterlade, wo das Addon vollständig mit enthalten ist. Aber da muss ich halt sagen, das finde ich gehört sich nicht. Aber online selber kann man es halt nicht mehr kaufen, deswegen muss man es halt leider auf CD kaufen. Und hat damit das Problem, Dickwanz hat Stufe 23 erreicht. Hat halt damit das Problem, oh, was haben wir denn da? Guck mal, ein Drachen. Frostdrache. Der erste Drache, den wir klatschen. Mensch, freut ihr euch? Ein Drachen. Ein kleiner, süßer Frostdrache, den wir hier hauen. Wunderschön. Drachen. Die Geschöpfe in Spielen, die mich bis heute dazu bringen, dass ich Spiele spiele, weil ich Drachen einfach so sau cool finde. Und damit haben wir unseren allerersten Drachen getötet. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir hier sind, aber ich würde sagen, ich brauche meine Esel. Wir werden das noch rauskriegen. Du müsstest jetzt mal dringend hinterher. Nee, ich brauche meine Esel nicht. Alles klar. Die sind ein bisschen laut, ich weiß. Also auch kein Weltuntergang. So. Das noch aufmachen. Ein Kraut. Noch ein Stab. Was ist denn heute los mit den Stäben? Kannst du das Gewand da kurz aufheben? So. Stab.
Fügt Nahkampfpunkte hinzu. Fügt Fernkampfpunkte hinzu. Wieder nur Müll. Meine Güte. Kann es ja nicht sein. Na gut, aber wir gehen erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich. Gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sage immer zum Schluss. Tschö mit Ö.